sind da schon die ersten Anzeichen einer Krise, die erste Niederlage von Manabu in diesem Tournament. Nur noch 4 extra Versuche und eine Revanche gegen die Flugtop 4 steht an. Ja, eine Überdramatisierung sondergleichen, würde ich mal sagen. Ich werde wieder genau gleich spielen wie beim letzten Mal. Das hat sich schließlich bewährt. Oh nein. Aber auch Hytera ist für mich im Moment noch kein Problem, weil ich ja hier den Hardy habe. Hardy! Der das Ganze hier mit Auflockern ein wenig auflockern kann. War das ein Wortwitz? Also Auflockern steht hier auf jeden Fall primär vor dem Auslegen der Tarnscheine. Das sollte klar sein, hoffe ich. Hartmut setzt Wirbelwind ein, das Vieh haut ab und jetzt kann ich die Tarnscheine rausklopfen. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir hier Speedtie haben. Wenn wir keinen Speedtie haben, sieht das gut aus für mich. Er will sich jetzt erstmal den Gearwurf holen, um die rote Karte zu aktivieren. Und es kommt Voltenso, das ist natürlich für ihn sehr günstig. Und ich kann hier auch nicht drin bleiben. Ich kann Hartmut nicht drin lassen, aus genannten Grund, weil die Tarnsteine noch nicht. Das Problem der Tarnsteine noch nicht endgültig behoben ist. Okay, ich bin mal gespannt. Er wechselt zurück zu Hytera. Ja, das ist ein fröhliches Wechselkarussell hier. Das lasse ich aber auch nicht so lange mitmachen, denn ich gehe jetzt zu Kai. Der hier ein wenig aufräumen soll. Oder prediktet er einen Wechsel? Weiß nicht, aber auf jeden Fall, es bringt mir nichts, hier drin zu bleiben. Er geht auf den Geowurf. Naja, ich gehe mal auf den Nahkampf. Nein, stopp! Ah, doch, war gute Idee. Ich wollte nichts zurücknehmen, nie. Nie und immer wollte ich was zurücknehmen. Wie kommt ihr darauf? Eure absurden Gedanken, Leute. Ich wollte doch nie einen Zug von mir zurücknehmen. Ja, aber ich finde es ein wenig fahrlässig, wie er hier mit Hytera umgeht. Das ist schließlich immer noch in einem großes Pokémon in seinem Team sein könnte. Und jetzt eben das Problem, da müssen ekligen Tarnsteine, die jederzeit kommen können. Ich hau ihm einfach nochmal Nahkampf aufs Dach drauf. Und das überlebt er leider immer noch. Und der Ruheort kommt und es klingelt. Highlight. Highlights pur. Ja, ich werde es aber dennoch vielleicht mal zu Zapdos wechseln, um ihn ein wenig Druck zu machen. So, hier liegen jetzt erstmal die Tarnsteine aus. Das ist natürlich ungünstig für mich. Aber Hytera, das könnte jetzt endlich mal sterben, das Drecksvieh. Ja, der Donnerblitz sollte eigentlich reichen. Nein, der reicht nicht, der Donnerblitz. Ich muss nochmal aufs Toxin gehen. Und es geht aufs Weichei. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Ach Mann, ey. Ja, das wird es hier wirklich sehr nervenaufreibend, dieser Kampf. Das ist hier eine reine Prediction-Sache. Ich habe hier noch Chips neben dran liegen. Ich hau da, glaube ich, gerade mal. Ich würde gleich meine Kiefer reinhauen und mal eine Runde Chips essen in der Aufnahme. So, jetzt ist egal. Jetzt muss ich hier mal auf den Sturzflug gehen, weil ich sonst hier wieder ins Hintertreffen gerate. Und ja, das war leider nicht so gut. Aber wir haben hier noch Angeloetta. Die mit dem Flammenblitz reinhauen sollte. So, und das gute Hytera ist besiegt. Somit der Counter, also einer der Counter für Zapdos weg. Und der gute, ja, überlebt auf jeden Fall. Von daher muss ich mir jetzt wieder überlegen. Jetzt kommt hier leider ein Opfer, das mir zwar wehtut, aber es muss gemacht werden. Für den allgemeinen Sieg, und es hier wäre es sehr blöd, auf Angela zu gehen wieder. Genauso blöd wäre es da wiederum, Dragoran reinzuwechseln oder alle anderen. Ja, aber der Donnerblitz hier erstmal, um dem Vieh ein bisschen Schaden zu machen. Quajutsu ist ein ernsthaftes Problem gegen die Flug, weil mir so ein bisschen die Counter fehlen. Ich hätte eigentlich auch Fiaro reinholen können mit dem Return. Das wäre eigentlich auch gar keine so blöde Idee gewesen. Das wäre sogar noch relativ klug gewesen, aber wahrscheinlich zu klug für mich. Ja, jetzt ist ja auch gerade überlegen, ich würde jetzt eigentlich im Nachhinein was anderes machen. Vielleicht kalkt er auch den Eisstrahl, das kann auch sein. Der reicht normalerweise gegen ein offensives Zapdos, aber meins defensiv nur Glau. Nee, ist gar nicht mal. Es sollte eigentlich nicht reichen, der Eisstrahl. Aber wenn der Eisstrahl kommt, dann kann ich auch auf die Hitzewelle gehen, oder? Ich werde allgemein gehen auf die Hitzewelle, weil es viel klüger ist. Oh Mann, brauche hier wieder Mist. Naja, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, die Kehrtwende wäre gar nicht die klügere Option gewesen. Hätte immer noch den Sash. Und jetzt, das ist wiederum geil.
Das ist geil. Jetzt nehme ich hier nochmal die Hitzewelle und die Tarnsteine sind wieder weggefegt. Gute Sache, gute Sache. So. Der Zyklus 100% hat, könnte ich jetzt das Vieh eigentlich ausdollen, solange kein Crit kommt. Aber er versucht nochmal hier mit einem kleinen Trick auf Quajutsu. Ja, interessanter Trick, aber mal sehen, inwieweit er sich bewährt. Der Siedewasser kommt. Ja, das darf gern kommen. Ich werde mich wieder eine Runde healen gehen. Und ich werde jetzt auch einfach weiter auf dem Heal bleiben, weil das alles andere schon etwas naiv wäre, nicht auf dem Heal zu bleiben. Hätte zwar auf den Donnerblitz gehen können, aber das hätte das Vieh hier... Nein, es hätte gar keinen Starthilfe-Boost bekommen, das bekommt nur das normale Voltenso. So, ein Crit ist gefährlich, das habe ich bereits erwähnt. Aber Zapdos ist ein geiler Staller, ich mag Zapdos, das ist ein super cooles Pokémon, habe ich gern. So, und er merkt auch, dass ihm langsam ein bisschen die Ideen gegen Zapdos ausgehen. Das sieht man deutlich, Voltenso vergiftet, der vergiftet, Aromatherapie weg. Ja. Stalobor kommt aber jetzt hier in den Genuss eines Hexes hinein. Und warum macht der zweite Angriff so viel Schaden? Das war wirklich ein Grenzangriff schon wieder. Aber jetzt hier muss ich gucken, dass Dragoran, wenn der jetzt zurückschreckt, dann ist das hier GG. Dann ist der Kampf gelaufen, wenn er zurückschreckt. Weakness Policy und Erdbeben, gut. Immerhin bleiben noch Türen offen, also noch ist nicht alles verloren. Aber Fiaro ist und bleibt ein saugefährlicher Gegner. Für alle für je, immer prinzipiell. Fiaro ist immer brandgefährlich. Ist ja auch ein Feuer-Pokémon. Pteros werde ich jetzt wieder die alte Strategie mit dem Klauenwetzer versuchen, damit er einfach alles alles sweepen kann. Ich glaube, der Sturzflug kann nicht reichen. Der kann nicht mehr als 50% machen. Jetzt hat er wieder das Problem, dass Aerodactyl, Mega Aerodactyl, schneller ist als sein komplettes Team. Na, schneller als Quajutsu auf jeden Fall. Weil er ist ja nicht gescarft, sonst was. Vielleicht Voltenso, wenn es ein Max-Init-Voltenso ist, kann das noch gewinnen. Ja, ansonsten sieht es düster aus. Hat leider wieder nicht geklappt. Es liegt immer an minimalen Sachen, dass er am Ende Aerodactyl ins Sweepen kommt. Er macht nicht mal irgendwas falsch, aber es möchte einfach nicht laufen. Das ist so. Vielleicht soll es an einer anderen Top 4 versuchen, aber ich glaube, die kann er eigentlich packen mit dem Team locker. Ich bin da immer noch, habe ich da immer noch keine Bedenken. So, nächster Versuch. Eine kurze Pause hatte gefolgt wieder. Mal, also wie gern zwischen den Kämpfen. Die Kämpfe werden, ich werde deshalb mein System nicht ändern, das kenne ich noch von vor 20 Minuten. Jetzt der Frage, zu wem kommt der Wechsel? Zu Hytera wieder, wunderbar, habe ich gern das Pokémon, also. Super faires Pokémon, Hytera, Daumen hoch. Nein, Spaß, Hytera ist ja... Ja, aber Aero bereitet nicht von Anfang an ein Problem, das möchte ich mal festhalten. Dass er immer noch darauf reinfällt, jetzt ist er dann langsam. Soll er das doch wissen, oder? Oder nicht? Liege ich da falsch? Ja, er legt eh die Tarnsteine wieder und ich weh ihn wieder raus. Gut, jetzt kann ich wieder die Tarnsteine legen. Quatsch, das werde ich wieder auflockern machen. Irgendwie kommen wir so nicht weiter. So kommen wir nicht weiter, kann das sein? Es geht auch vielleicht auf den Voltwechsel. Das ist halt meine Gefahr, die ich habe, dass er jetzt auf den Voltwechsel geht und mich im Prinzip gnadenlos dann hier ownen kann. Ja, der Voltwechsel wird trotzdem kommen, das war klar. Aber ich kann halt nicht raus, das ist mein Problem. Also ich werde Hytera meine mehr oder weniger zu einer verzweifelten Aktion zwingen. Ja, gehe ich auf den Geowurf. Ich gehe jetzt hier mal auf Toxin, hol da mal den guten... Ja, ich würde das Ganze etwas beschleunigen. Hole ich Kai rein? Ich hole es mal Kai rein. Geht auf die Aromatherapie, das war... Entschuldigung, obvious. Und der Nahkampf tut weh. 77% Schaden. Gefällt mir gut. Natürlich gefällt mir es gut. Dass die Aitaira so leichtfertig wieder bereit ist, ist wirklich bereit, das Vieh fast wegzuwerfen für nichts. Crit 48%, ich werde hier das nicht mehr weiter mitmachen, glaube ich, habe ich so ein Gefühl.
Ja, der Ruheort war obvious. Ich werde jetzt trotzdem mal auf den Toxin gehen. Denn ich muss ja halt Terra ein wenig unter Druck setzen können. Ohne Druckmittel wird das gegen den Guten nichts. Und so werde ich jetzt mal versuchen, hier ein wenig weiter vorzugehen. Denn er kriegt ja langsam auch die Strategien hier raus, dass er schließt dich nicht blöd oder sonst irgendwas. Ich aber offenbar schon manchmal ein wenig, weil ich immer noch auf dieselben Strategien reinfall seit Ewigkeiten. Wo hole ich jetzt mal meinen Pterosaurus rein, der einfach immer ein wenig Speed reinbringen soll. Die Tarnstände fliegen wieder. Das ist jetzt gar nicht mal so nett, aber der Feuerzahn, ich weiß nicht, ob ich ihm den schon geteased habe. Habe ich kommen, ja, der Wirbelwind und es kommt Kai. Autsch, autsch, autsch. Ja, der Nahkampf könnte. Ja, das ist jetzt wieder das Problem. Er hat Panzer-Aero nicht mehr. Ich wiederum habe noch etwas. Jetzt muss ich leider Hartmut reinholen. Wenn Letzte Voltenso reinholt, habe ich ein fettes Problem. Und er holt Demetros rein. Das ist wieder ein großer Minuspunkt, den er sich hier wieder eingefangen hat. Jetzt kann, eigentlich kann ich den Guten jetzt wieder hier sterben lassen, den Hardy. Aber der ist mir noch viel zu wichtig, um hier das ein oder andere Pokémon zu countern, deswegen lass mal den mal leben. Aber hier, jetzt habe ich leider Zapdos geopfert, weil ich unachtsam war. Der ist schneller als Pterosaurus oder nicht? Ich weiß es immer noch nicht, ob das ein Voll-Init-Pokémon ist oder nicht. Deswegen hole ich jetzt hier mal Lance rein, der hier für ein wenig Unordnung sorgen soll. Wenn er die Kraftreserve hat, dann kriegt er hier fette Punkte. Macht den fetten Punkt. Wenn er keine hat, dann hat er ein fettes Problem. Ich habe aber keine andere Wahl, ob jetzt auf ein Erdbeben zu gehen oder auf den Drachen hat, das spielt keine Rolle. Jetzt hat er die Kraftreserve, dieser Sack. Entschuldigung. Ja, jetzt ist das hier, wenn er jetzt schneller ist das GG. Aber die Steinkante trifft und reicht nicht aus. Naja. Kraftreserve im Gegenzug auch nicht. Dann gehen wir mal auf einen etwas sicheren Feuerzahn. Das war Dragoran, habe ich jetzt geopfert, aber ich weiß immer nicht, mittlerweile ist kein Full Init. Kein Full Init-Pokémon. Jetzt konzentriert bleiben. Es geht nicht schwer aus, jetzt Sturzflug einer ist schneller. Ich vermute ein Speedteil, den er einfach jetzt gewonnen hat. Ja. Glückwunsch an dieser Stelle zum Sieg über die Flug-Pokémon. Was jetzt hier noch mit Hytera möchte, das weiß ich nicht so ganz genau, aber der Gearwurf, um sich rauszuholen und Stahlobor rein, Stahlobor direkt wieder raus. Jetzt habe ich noch ein lustiges Wechselkarussell. Ja, aber schlussendlich wird das hier zu nichts führen, deswegen gehe ich jetzt hier auch auf den Sturzflug. Diesmal hat er, naja, die Tarnsteine hat er trotzdem nicht draußen behalten, das war etwas unglücklich, aber schlussendlich war es halt mein Fehler, mit Dragoran, weil ich hier hatte die Kraftreserve Eis nicht auf dem Schirm. Aber ich weiß jetzt immerhin für die Zukunft, dass ein nicht voll Init Voltenso ist. Das wird helfen, vielleicht noch in Wrestling bei den Top 4 kämpfen. Drei Continues, mal sehen, was er daraus macht. So, liebe Freunde, als nächstes steht die Wasser-Top 4 an, die erste von beiden Wetter-Top 4. Jetzt wird es schon langsam hier sehr, sehr gruselig zum Teil. Ich werde jetzt erstmal probieren, dem Viech hier ein wenig Schaden zu machen, diesem ekligen Panzer-Aeron. Das habe ich nämlich gar nicht gern, das Pokémon. Wie ihr euch erdenken und erahnen könnt. Der Tarnsteine tun mir jetzt nicht so sehr weh, dass ich sagen würde, oh nein, und oh nein, und oh nein. Sie können Burn kommen, das wiederum stört mich aber schon ein bisschen. Aber ihr wisst ja, die Tarnsteine beruht immer mehr auf Gegenseitigkeit, deswegen hau ich die jetzt mal raus. Und danach gehen wir auf den Brüller. Na, er ist ja schneller mit dem Wirbelwind. Das war jetzt nicht klug. Das war gar nicht klug. Oh. Dann holen wir hier mal die mächtige Kaskade raus, um dem Vieh wirklich Schaden zu machen. Um danach uns wieder rauswirbeln zu lassen. So, Hydratus beendet das Ganze mit einem Surfer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, und Hydratus ist auch zugleich sein größtes Problem, eventuell sein größtes potenzielles Problem natürlich. Wir reden hier von potenziellen Problemen, nicht von absoluten, das ist klar. Er hat nur Fiaro als Flug-Pokémon drin, das könnte ihn eventuell schmerzen. Der Voltwechsel klappt leider gegen Sumpex nicht ganz so gut. Ich glaube nicht, dass er drinnen bleibt, das wäre mehr als blöde. Deswegen gehe ich auf die Kaskade, die auf jeden Fall mehr Schaden macht. Zumindest etwas im Regen.
Und zwar wenig Prozent, sehr wenig Prozent. Aber gegen den hier ist auch wieder Hydratus eine ganz geile Wahl eigentlich. Hier gleich euch gleich warum. Denn ich habe hier auf den Regentanz. Und der macht mir alle Statusprobleme wieder wett. Das Weichei, das interessiert mich fürs Erste nicht. Denn jetzt kommt hier mal der Schweifglanz, der wieder uns heilen wird. Der uns in Angriff um plus 3 steigern wird. Und jetzt ahnt er vielleicht schon, was er hier vorhaben könnte. Ich möchte das Vieh absolut zerstören. Jetzt gehe ich auf den Surfer. Geben dem eine mit, und zwar 64%, das ist heftig. So, jetzt die Frage, regnet es nach dieser Runde noch? Regnet es danach noch? Also mal ganz kurz zählen. Runde 1, nach Runde 15 regnet es nicht mehr. Das heißt, jetzt kann ich auf die Erholung noch gehen. Das werde ich jetzt auch tun, weil... Ja, selbst wenn, wäre es nicht so schlimm. Der Regen hört auf, verdammt, nein, 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 das ist gar nicht geil. Und er macht noch den Fehler und geht hier wieder auf Ding drauf. Okay, das ist jetzt ungeschickt gelaufen für mich, das gebe ich ehrlich zu, das war blöd gespielt. Aber ich krieg's noch hingebogen, mit dem nächsten Regentanz, der jetzt kommt. Gut, gut, alles ist gut. Zertera kriegt Manaphy nicht down. Wir sehen hier schon das Problem, das er andeutet. Altera schafft es nicht und bekommt den nächsten Surfer mit plus 6 reingewürgt, was ihm natürlich fatalen Schaden macht. Und der nächste Surfer, der ist endgültig besiegt. Schon mal das erste Problem weg, das eigentlich Quajutsu mehr oder weniger nur behindert. Und Fiaro kommt. Da bin ich natürlich dann ein wenig schissi und gehe auf die Erholung wieder. Und der Regen hört schon wieder auf. Sag mal, bin ich hier eigentlich vollkommen behindert im Kopf, oder was? Jetzt habe ich hier schon wieder vergessen, dass der Regen aufhört. Naja, egal. Eine Gefahr mit Hydratus ist weg, aber Fiaro zum selben Zeitpunkt auch. Und jetzt kann ja eigentlich auch der Monsun mal wiederkommen und das tun, was das so gerne tut, nämlich den Regen bringen nach Indien oder wohin auch immer. Der geht mal auf die Hypnose, weil, warum nicht, oder? Gib mir aber um den Regen nicht umsonst irgendwas. Sweepen, die Aufgabe des Sweepens übernehmen andere. Zum Beispiel mein Kabutops hier, das jetzt sehr, sehr schöne freie Bahn hat. Und egal was er reinwechselt, wird sterben. Egal was er reinwechselt, er hat ja keine Wahl, anstatt irgendwas hier zu opfern. Gegen Kabutops Quajutsu. Das Vieh ist natürlich primär noch ein wenig gefährlich, wenn die Steinkante misst. Wenn sie Steinkante wischt. Und die reicht nicht ganz aus. Okay, ich bin etwas negativ überrascht von dir, mein lieber Freund. Es ist noch als letztes Pokémon, hat er noch, Stahlobor, den Scarf. Das ist natürlich nicht so geil, um ehrlich zu sein. Die Kraftreserve Pflanze, oh mein Gott, Alter. Es wird ja immer peinlicher hier. Greninja, Max, Init, Haus weg. Surfer, komm. Ja, aber ich glaube trotzdem, Sumpex hat, wie viel Prozent? 87, ich bin jetzt auch ein bisschen emotional beim Kampf dabei. Entschuldigt das bitte. Das bitte ich vielmals zu entschuldigen, dass ich emotional bei einem Pokémon-Kampf dabei bin. Wem das nicht gefällt, der ist hier leider ein wenig bei der falschen Adresse gelandet, glaube ich. Aber ich bin halt nun mal ein Spieler, der auch gern emotional bei den Kämpfen dabei ist. Auch wenn ich hier eigentlich das neutral kommentieren sollte. Aber das kann ich nicht. Und der Crit war, glaube ich, nicht notwendig bei Stahlobors Verteidigung. Es war ein knapper Sieg für die Wasser-Pokémon, am Ende etwas knapper, als es eigentlich aussah, also als es eigentlich war, weil ich glaube schon, dass es relativ souverän war im Endeffekt doch. Ja, was ist das Problem? Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, er muss gucken, ob die Wasser ihm liegen, oder es einfach wie bei der Flug mehrfach probieren, wobei ich bei der Flug, ehrlich gesagt, ist mir der Fail rätselhaft als hier, weil hier, das ist schon übel, die Wassertopf 4. Die kann schon etwas, ein bisschen zumindest, ja. Und dann gucken wir mal, wie er des Weiteren verfährt. Noch zwei extra Versuche. Ja, das ist noch unbedenklich, aber langsam kommen wir schon in den kritischen Bereich.